Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge des Nergorix Community Turniers. Wir haben am letzten Mal die erste aufgezeichnete Partie gesehen, nachdem wir davor schon eine Live-Partie gesehen haben. Heute geht es dann wiederum weiter mit der nächsten Live-Partie. Zwei Matches haben wir bisher schon gesehen. Dark Julian hat hier Dovahkiin besiegt und in der letzten Folge hat Korax Octavia besiegt. Die sind schon eingezogen in die nächste Runde. Heute werden wir uns dem Match Falkion gegen SMO oder Devil Pro gegen Sack mit Ochen zuwenden. Die haben sich ein bisschen unterschiedlich angemeldet. Hier hat er sich Devil Pro genannt für das Turnier. Als Ingame Falkion, damit das nicht so verwirrend ist, habe ich das hier mal geändert. Und Sack mit Ochen hat sich Ingame SMO genannt. Deshalb ja, habe ich das hier jetzt mal beides aufgeführt. Also hier Partie 4, die vorgeschlagen wurde als vierte Partie quasi. Platz 4 oder Seed 4 gegen Seed 29. Eine sehr, sehr eindeutige Geschichte. Auf dem Papier zumindest. Platz 29 ist der niedrigste Seed, der vergeben wurde. Und Platz 4 ist der höchste Seed, der in Runde 1 antreten muss. Also wie gesagt, auf dem Papier eine relativ eindeutige Geschichte. Ob das diesmal sich so umsetzt, wird sich zeigen in der Partie. Gecastet wird natürlich wie immer von Zarok und mir. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge des StarCraft 2 Legacy of the Void Nergorix Community Turniers. Ich weiß immer noch nicht genau, wie ich diese Anmoderation machen muss. Wir sind hier wieder im Replaycast, das heißt, diese Partie findet gerade nicht live statt. Wir haben hier ein TV-Set vor uns und mit mir war ich natürlich wieder Zarok und mich. Hallo Zarok. Dankeschön. Hallo Lergorix. Hallo Nergorix, vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Natürlich bekomme ich auch eine angemessene Vergütung, also natürlich alles kein Problem. Ja, stell doch mal bitte unseren zerghaften Mitspieler vor. Ich fange aber oben an. Ich stelle unseren terranerhaften Mitspieler vor. Oben links in blau gespawnt als Terraner SMO oder auch Sack mit Ochen. Ja, Sack von Jochen. Und unten rechts haben wir gespawnt in rot den Zerg aus dem Nergorix Community Clan, Falkion. Allerdings mit einem ekligen Symbol und nicht mit dem schönen Würfel hier. Muss ich hier negativ anmerken. Ist das ein anderer Clan dann? Ist das ein anderer Clan dann, wenn der nee, das Symbol kannst du dir aussuchen, ob du das Clan-Symbol haben willst oder ob du selber ein Symbol auswählen möchtest. Wir sehen inzwischen hier, wir müssen übrigens hier wieder lobend hervorheben. Die richtige Map. Richtige Map und WCS-Addon genutzt, sodass wir hier diese Symbole zum Beispiel sehen können. Du kannst jetzt nicht immer auf Maximilian rumreiten. Nein, ich mach da nur Spaß. Nur in Runde 1. So, wir sind ja noch in Runde 1. Ja, ja, genau. Wir sehen die zweite Barracks jetzt hier von SMO. Pool, Hedge First, dann Pool, also noch alles ganz Standard bei beiden, wobei... Ja, aber die zweite Barracks ist schon eine Überraschung tatsächlich bei SMO. Wir schauen mal gerade... Kein Obelisk. Kein Reaper. Kein und kein Reaper. Ich schaue mal gerade auf die Seeds, die werdet ihr ja schon vorher gesehen haben. Ich schaue allerdings vor allem aufs MMR, das ist nämlich ja auch immer sehr interessant. SMO, was hat der denn für ein MMR? Der hat ein MMR von... Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Ich finde ihn nicht. Er hat auch irgendeinen MMR, können wir auf jeden Fall schon mal sagen. Ah, ich weiß, warum ich ihn nicht finde. Er hat nämlich einen MMR von 0. Er ist überhaupt nicht platziert. Null! Dafür spielt er allerdings hier schon relativ solide, muss ich sagen. Schon mal auf die APM, gut, die sind leicht unterschiedlich. Das stimmt. Wobei, wir haben bei Falkion, also, kleine Spoiler, wir sehen nein später bei Falkion, dass das... Doch, weil das nicht hat Spoiler. Nichts mit das haben wir jetzt hier überpiept. Boah, Nergorix. Wir haben hier bei Falkion... Du siehst doch auch hier, dass Falkion einfach nur rumdrückt. Ja, sehr, sehr viele APM bei Falkion auf jeden Fall am Start. Jetzt muss er wieder was machen, jetzt hat er wenige. So sieht's aus. Ja, was macht der Terraner? Baut jetzt das Orbital. Ein bisschen spät, glaube ich. Wir sehen auf jeden Fall die Linge von Falkion rennen schon mal hier nach vorne an. Der Natural sehen sie nichts. Jetzt können sie hier aber reinschauen und sehen hier, da stehen ganz schön viele Marines. Allerdings sollte auch das Command Center gesehen haben. So sieht's aus, dass sie ja gerade hier auf dem Highground genommen wird. Er schickt nochmal einen nach oben, um zu verifizieren, ob das auch wirklich ein Command Center war. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass er dann nochmal draufgeklickt hat. Ich glaube, das hat er auch gesehen. Das hat er ergeben. Wir sehen bei Falkion übrigens einen Overlord-Speed. Vielleicht schickt er ja zwei Overlords an seine dritte und droppt dann ein paar Linge rein. Könnte ich mir vorstellen. Habe ich schon mal irgendwo gesehen. Oder er stellt einfach einen Overlord hier ab und creept die ganze Zeit die Exe zu, damit er dann nicht schießt. Ja, dazu braucht er aber einen Leertech. Und den hat er noch nicht. Ja, vielleicht kommt er ja noch, wer weiß. Acht Drohnen, drohen jetzt erstmal hoch. Währenddessen kommt eine Factory. Double Factory. Nee, Factory Starboard. Da wird wahrscheinlich gleich geswitcht werden. Ja, wahrscheinlich. Linkspeed jetzt gleich durch.
Die Echse von SMO ist jetzt auch gleich fertig, kann dann gleich rüberfliegen, weil der aktuell Falk hier noch blockt, sozusagen. Fliegt hier nochmal ein Overlord nach vorne. Hätte auch den nehmen können, weil hier hat hier ziemlich viele Overlord postiert. Also das muss man sagen, Falkion macht das hier ganz gut. Hat hier quasi eine Luftlinie geschlossen und würde jetzt jeden Drop, der vorbeifliegt, eigentlich auf jeden Fall erwischen. Das macht er sehr, sehr gut hier, muss man ganz klar mal anmerken. Ja, und in der Mitte stehen zwei Linge und zehn die Bodeneinheiten, die da... Genau. Und von hinten werde er jetzt langsam aufbauen hier mit Creep Spread. Das dauert allerdings noch ein bisschen, bis er da tatsächlich erfolgreich nach vorne kommt. Jetzt Bane-Ling Nest jetzt. Gas. Bei Falkion, währenddessen Tank bei SMO. Jetzt fliegt die Echse darunter. Wird jetzt gleich sehen, dass er nicht landen kann. Ja, muss da auf jeden Fall gleich den Minister vorne schicken. Er hat auch hier schon einmal das zusätzliche Vorräte links angefordert. Den Versorgungsabwurf, wie er so schön auf Deutsch heißt. Jetzt sehen wir hier, wie die WBFs einfach in die Wand fahren, weil er leider das Depot nicht runtergemacht hat. Jetzt hat er es gemerkt. Jetzt hat er dafür alle runtergemacht. Ja, kann man ja mal machen. Jetzt schickt er einen Marine nach unten, mehr traut er sich noch nicht. Aber kein Stim beim Terraner. Stim ist bei Terraner schon wichtig. Das stimmt. Auch keine Medivacs. Ja, wir haben da keinen Switch gesehen, weil wir haben noch keinen Reaktor tatsächlich, außer an der Barracks. Ja, aktuell baut er leider auch gar nichts. Jetzt sammeln sich langsam die Ressourcen an. Also war damit gerade beschäftigt, diesen einen Link zu vertreiben und hat deshalb mit dem Makro leider aufgehört. Sehr, sehr ärgerlich. Darf einem nicht passieren eigentlich. Starport ist bisher ein bisschen umsonst. Jetzt kommt der erste Medivac. Hätte er schon längst noch Reaktor dranhauen können. Ja. Können zwei auch machen. Die Mules werden nicht immer komplett geschmissen. Er hat jetzt zum Beispiel in der Main zwei Mules verfügbar, in der Natural wäre auch ein Mule verfügbar. Also das wird sich hier rechnen im Einkommen. Wir sehen es hier, Einkommensvorteil wird jetzt leicht wieder verschoben, sodass es nicht mehr ganz so extrem ist, weil einfach die Natural jetzt gesetzt wurde vom Terraner. Aber trotzdem hier ein ordentlicher Vorteil für Falkion aktuell. Ja, ich gehe übrigens mal wieder zu Falkion rüber, den haben wir jetzt komplett vergessen. Baut hier zwei Evolution Chambers, Leertag auf dem Weg. Baneling lässt schon durch, heißt hier und Baneling. Er scheint sich jetzt hier auf den Weg nach vorne zu machen. Baneling Bass vielleicht. Aber da steht der Tank. Der Tank kann natürlich einiges an Damage anrichten. Das stimmt. Wir haben natürlich nur Slow Baninger, aber davon schon ganz schön viele, muss man sagen. Also es ist ungewöhnlich, so viele Baninger direkt so früh am Anfang zu sehen. Ich glaube, er hat hier überlegt, ob da nicht ein One-Base-Push tatsächlich vom Terraner kommt, da die Echse doch relativ spät rübergeflogen wurde. Kommt könnte aber auch nicht. Sein, dass die Banelinge einfach nur defensiv stehen. Ja, das meine ich damit. Aber es sind schon trotzdem ziemlich viele Banelinge. 13 Stück, so 33 Ling, also das ist eher ungewöhnlich. Baneling Speed jetzt in der Forschung der Tech ist ja inzwischen durch, sodass die Erforschung da möglich wird. Plus eins für die Nahkampfeinheiten auch unterwegs. Und ein sehr, sehr frühes Infestation mit. Also sieht so aus, als würde er auf einen frühen Hive gehen, um da auf Ultralisken zu kommen. Könnte natürlich auch auf Infestoren gehen, aber ich tippe dann doch eher auf die Ultralisken, muss ich sagen. Ja, bei SMO sehen wir sehr, sehr spätes Stim. Eine Armory kommt dazu, jetzt baut er einen Turret und einen Reaktor, wahrscheinlich genau an den Starport. Und er baut hier auch noch eine weitere Barracks, das ist vielleicht jetzt gar nicht so schlecht mit der neuen Echse. Aber das ist schon ein bisschen spät hier jetzt alles, was der... Ja, und was mir ein bisschen fehlt bei SMO, natürlich abgesehen davon, dass er seine Ressourcen leider nicht komplett ausgeben kann, aber das wird ihm hier früher oder später wahrscheinlich das Genick brechen, vermute ich mal. Ja, mit den Mules hätte er noch mehr Ressourcen. Wir sehen halt, die Worker von Falkion sind doppelt so viele, wir haben doppelt so viel Army Supply, also aktuell spricht sehr, sehr viel für Falkion, muss man tatsächlich sagen. Auch vor allen Dingen, was mir bei ihm sehr, sehr gut gefällt, ist wirklich diese Map Presence. Er hat jetzt die dritte geblockt hier mit dem ersten Overlord, der hier so ein bisschen inkontinent geworden ist. Wir sehen, an der anderen dritten steht auch ein Overlord, der das Ganze zumindest sehen würde. Währenddessen nimmt er schon die vierte Basis, bevor überhaupt die dritte hier angefangen wurde von SMO, der übrigens einen Waypoint vergessen hat an seiner Natural Expansion, sodass jetzt hier drei BBS einfach blöd rumstehen. Natürlich sehr, sehr ärgerlich. Breitet sich aber vielleicht auf seine aktive Pro-Karriere in StarCraft Brood War vor, denn da gibt es ja gar keinen Waypoint auf Mineralien. Das stimmt. Baut jetzt allerdings Turrets. Ja, weiß möchte hier quasi Drops verhindern, wobei er diese Turrets auch sehr, sehr nah beieinander gesetzt hat, während hier links gar nichts ist. Also auch ein bisschen ungewöhnlich. Er baut jetzt Air-Upgrades, oder ist das Vehicle? Das sind Vehicle-Upgrades, Entschuldigung. Combat Shield jetzt auch. Was man übrigens auch anmerken muss, ist, er hat wieder oben alle Depots geschlossen. Das heißt, Einheiten, die er baut, kommen eigentlich aktuell nicht in die Natural. Das so sinnvoll ist, weiß ich nicht. Noch eine nächste Basis von Falkion übrigens auf dem Weg, oder Creepspread, der sieht schon sehr, sehr gut aus, muss man und sagen. Und jetzt geht's hier auf Ultralisken. Bei Falkion. Aber er hat nochmal 12 Drohnen raus. Er hat schon 66. Möchte hier einem anderen Spieler, den wir jetzt noch nicht nennen, damit wir keine Spoiler begehen, Konkurrenz machen. Ja. Ja, und zwar Vollgas. Aber jetzt Tor. Ja, Tore sind tatsächlich gar nicht so schlecht gegen Ultralisken, wobei es eine ungewöhnliche Komposition ist, muss man ganz ehrlich sagen, direkt auf Tore zu gehen. Vor allen Dingen möchte man Tore eigentlich gegen Mutas dann spielen und auch das Marine inzwischen Tank ungewöhnlich geworden. Marine Tank Tor? Ja. Medivac?
Genau. Und jetzt Liberator dazu, also einmal alles. So mit, ja. Mit Schaf. Gar keine Mules übrigens genutzt inzwischen. Beide Commands sind da hier, oder Orbit Commands haben volle Energie, dann bringt ihr auch ein Orbit Command relativ viel. Jetzt hier das Ultralisken-Upgrade. Also wenn das durch ist. Minus 1800 hier in Richtung Falkion verschoben. Oh, drei Versorgungsdepot jetzt genutzt. Jetzt hat er nicht mehr Energie genutzt. Extreme Supply Block. Aber das dafür nutzen sollte, war die andere Frage. 7 Ultralisken im Bau, 4 Overlords mit der Supply Block gleich aufgehoben. Da ist irgendwas. Da wird fast ein Overlord gesniped. Jetzt wird er gesniped. Hui. Wir sehen aktuell sowieso, es ist sehr, sehr wenig passiert bisher. 2 Linge und ein Overlord sind bisher erst gestorben und das nach 9 Minuten 30. Aber also ich denke, Falkion legt sich hier seinen Gegner nur zurecht. Der wird gleich einen Push setzen und dann das Spiel gewinnen. Ich kann mir das nicht anders vorstellen. Ich glaube, Falkion trainiert hier so ein bisschen Makro-Game. Ja. Und das ist eben das Problem, wenn du den Zerg machen lässt und nicht irgendwas dagegen unternimmst, dann wirst du irgendwann überrannt. Genau. Liberator jagen jetzt hier den Overlord. Angriff. Ich denke, aber Liberator wäre eigentlich ganz gut gegen Ultralisken. Ja, aber zwei Liberator sind halt einfach zu wenig. Was hier bei Falkon schlecht ist, ist, dass er nur mit den Lingen gerade angreift. Er ist hier sehr, sehr gesplittet, wie er angreift. Das ist nicht so gut. Damit sterben auch hier einige Bändige schon vorher weg, aber es reicht halt einfach nicht aus. Es ist viel zu viel, was hier Falkon hat. GG schreibt SMO. Sehr gutes Spiel. Damit sollte doch klar sein. Jetzt übrigens das Update für Ultras auch erst durch. Also das Timing von diesem Angriff hat mir nicht so ganz gefallen von Falkon, aber er hat einfach im Makro so viel rausgeholt, dass es völlig egal ist, dass er hier auch mit den Mars-Drohnen hätte angreifen können und wahrscheinlich trotzdem gewonnen hätte. Ja, Boys-Pullen, sagst du. Genau. Ja, jetzt ist es hier in der Base und ich denke, jetzt sollte hier gleich SMO dann doch rausgehen. Er hat ja schon GG geschrieben. Übrigens, eine Spielverzögerung wäre auch ein Grund für Disqualifikation gewesen. Tatsächlich. Ja, mit dem bösen Finger Richtung SMO. Ja, noch ist okay, noch ist okay. Ein bisschen darf er noch drin bleiben. Er hat ja noch Mining tatsächlich, aber genau. Jetzt. Da ist es ist dann okay. Vorbei. Falkion zieht in die nächste Runde ein, in die Round of 16. Und Glückwunsch, Falkion. Vielen Dank an SMO fürs Mitspielen. Schade, dass du der ersten Runde raus bist, aber es müssen halt Leute in der ersten Runde rausfallen, so ist es nun mal. Und angetreten mit einem Nuller MMR, also nicht platziert, Ja, für einen Nuller MMR hat auch lange durchgehalten. Das stimmt, also er hat auf jeden Fall schon StarCraft gespielt. Das muss man sagen, er ist jetzt kein absoluter Neuling gewesen, würde ich mal sagen. Ja. Ein bisschen trainieren, dann wird das vielleicht im nächsten Community-Turnier was. Ja, das war die Partie. Souverän zieht Falkion also ein in die nächste Runde. Vielen Dank an Sack mit Ochen natürlich, dass du mitgespielt hast. Leider in der ersten Runde ausgeschieden. Falkion dagegen zieht in Runde 2 ein. Das sehen wir jetzt auch hier. Ist also hier eingezogen in Runde 2, wird dann demnächst seinen Gegner kennen, wird sich ermitteln aus Mr. Nice gegen Knoppers. Eine Partie, die wir ein bisschen später casten werden. Das war es auf jeden Fall für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf die nächste Folge klicken, unten rechts ein anderes Projekt von mir. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.